Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Wochenvlog. Oh, ich war gerade beim Sport und ich habe einen neuen Trainingsplan nach Ewigkeiten. Ich habe meinen irgendwie immer gelassen, weil ich fand ihn ganz gut und dachte ich, ja komm, setze mal ein bisschen das Gewicht immer mal rauf. Aber das waren auch chilligere Übungen, muss ich sagen, und heute habe ich einen neuen gekriegt und ich sterbe gleich, also wirklich ich sterbe gleich. Mir tut alles weh, ich konnte gerade nicht mal richtig Auto fahren. Die Kupplung drücken war schon hardcore. Und die Treppen hoch gingen gerade auch. Ich dachte, ich falle wieder rückwärts runter. Mir tut alles weh, Arme und vor allem die Beine. Also ich habe am meisten eigentlich Beine und Po gemacht. Aber meine Arme tun auch sehr weh. Ich werde morgen sterben. Wenn ich jetzt schon mir so scheiße geht, will ich nämlich nicht morgen sehen, komme ich wieder die Treppen nicht hoch. Das hatte ich einmal, dass ich nach dem Sport, ich glaube, das war das erste Mal, wo ich Probetraining da war. Habe halt nie Sport gemacht und dann direkt mal so ein bisschen was ausprobiert. Und dann kam ich bei uns in der Firma die Treppen nicht mehr richtig hoch. Das sah so ein bisschen bescheuert aus, aber gut. Ja, morgen wird es wieder so sein. Ich habe so geschwitzt wie noch nie, ne, wirklich. War auch heute voll vorteilhaft, eine graue Hose anzuziehen, wo man schön Schweiß sieht. Beim nächsten Mal wird es eine schwarze wieder sein. Oh, wirklich, ich bin so, meine Haare hinten, als hätte ich geduscht, ey. Jetzt erstmal baden, sonst weiß ich auch nicht. Ich fasse es nicht. Das war echt anstrengend, aber gut. Soll es ja auch sein, logischerweise, aber ich bin so der unsportlichste Mensch auf dem ganzen Planeten, glaube ich. Und ja, von daher weiß ich nicht. Ich hasse Trainingspläne erstellen schon allein, weil, weiß ich nicht. Man wird die ganze Zeit beobachtet und sieht, wie scheiße ich das mache. Naja, was soll's. Jo, jetzt geht's baden und ich hoffe, dass ich gleich ein bisschen weniger Schmerzen überall habe. Und ja, dann werde ich mich erst morgen wieder melden, glaube ich, weil heute, ich weiß nicht, wie gesagt, jetzt baden, dann esse ich gleich vielleicht noch einen Salat. Und eigentlich müsste ich noch ein Video schneiden, aber ich weiß nicht, ob ich gleich einpenne. Oh mein Gott. Habt ihr mich schon mal so fertig gesehen? Ich glaube nicht. Ich habe mich selbst noch nie so fertig gesehen. Ich frage mich echt, wie ich das durchhalten soll, den Trainingsplan durchzuziehen, aber ich werde es versuchen. Ey, wirklich meine Sachen vorher. Also alle, die so ins Fitnessstudio gehen, da sind ja sehr viele Geräte so. Und ich habe so mehr so an den Geräten gemacht. So mehr so im Sitzen oder im Liegen an den Geräten halt so. Und es war halt voll chillig. Und jetzt mache ich so voll viele Sachen mit wirklich Anspannung, sag ich mal. Das ist echt scheiße. Also, ja, ich weiß auch nicht. Nicht so an Geräten, sondern an Matten und ich weiß nicht. Aber gut. Ich habe ja gemerkt, dass das bringt. Also ich merke es jetzt schon. Von daher kämpfe ich mich da durch. Ich hoffe, dass ich überhaupt Mittwoch hin kann, bei den Schmerzen, die ich gerade habe. Ich habe Mittwoch immer noch Muskelkater, schwöre ich. Aber naja, dann gehe ich halt wann anders. So, jetzt gehe ich baden. So, ich bin zu Hause. Heute ist Mittwoch und ich komme von der Arbeit gerade. Und ja, kurz bei Oma und Opa war ich noch, aber sonst. Was wollte ich erzählen? Irgendwas wollte ich erzählen. Ach so, heute ist Mittwoch. Normalerweise würde ich zum Sport gehen. Allerdings habe ich heute immer noch Muskelkater. Ich konnte diese Nacht gar nicht schlafen, weil ich nicht wusste, wie ich mich hinlegen sollte. Mir tat alles weh. Ja, dementsprechend habe ich immer noch Schmerzen und bin auch ein bisschen müde. Aber naja, gestern Abend war ich noch bei meinem Bruder, denn der hat das neue Madden. Für alle, denen das jetzt nicht sagt, das ist ein neues Spiel, so ein Footballspiel. Allerdings nicht so wie das bisherige, dieses normale Footballspiel. Das ist eher so eine Karriere und da triffst du eigentlich nur Entscheidungen. Ja, und das hat er schon durchgespielt und jetzt möchte er, dass ich das spiele, um zu schauen, ob ich vielleicht ein anderes Ende erwische als er. Und ja, das haben wir gestern gespielt. Und ich glaube, bisher bin ich ganz gut, hoffe ich. Und ja, ich habe gefragt, ob wir es heute weiterspielen wollen und das werden wir. Von daher fahre ich gleich so in einer Stunde, soll ich bei ihm sein. Fahre ich zu ihm und ich wollte euch noch was zeigen. Ich hoffe, dass ihr es einigermaßen erkennen könnt, wenn ich euch das jetzt so zeige. Das hier ist die Mutter, die Katzenmutter. Habe ich gestern noch dieses Bild hier gekriegt. Sie versorgt mich ständig mit Bildern. Ja, voll süß. Voll süß.
Ich freue mich schon, wenn die nächste Woche geboren werden, die kleinen Süßen. Ja, heute kamen auch noch ein paar Sachen für die Katze, und zwar ein Geschirr, also so eine Leine, Geschirr. Für Babys bisher erst. Ich meine, für die Erwachsene kaufe ich es dann irgendwann, wenn ich sie brauche. Aber erstmal so eine Schleppleine. Damit die Katze dann auch wirklich mal rauskommt, weil es halt, Sphinxkatzen sind halt reine Hauskatzen. Und aber damit sie dann mal rauskommt, habe ich dann mal, dass sie dann mit mir zusammen an der Leine dann halt ein bisschen vor der Tür und ich dabei bin und aufpassen kann, dass sie keinen Sonnenbrand kriegt oder irgendwas. Ja, deswegen habe ich das gekauft. Dann kann ich immer schön mit meiner Katze und meinem Hund spazieren gehen. Sieht bestimmt ganz lustig aus. Aber ja, jetzt gucke ich noch ein, zwei Videos, damit ich da auch mal ein bisschen vorankomme. Und dann fahre ich zu meinem Bruder. Hallo ihr Lieben, heute ist Samstag schon. Gestern habe ich den Tag mit Jana verbracht. Wir waren Skischern und dann hat sie bei mir gepennt und wir haben noch einen Teil Saw geguckt. Und ja, jetzt ist Samstag und ich werde jetzt erstes Mal zu meinem Opa fahren und ja, dort eine Kleinigkeit essen und fragen, ob ich den Porsche vielleicht kriege. Und dann dann wollte ich noch kurz einkaufen. Und dann treffe ich mich mit Juliane, dann wollten wir kurz nach Osnabrück, vielleicht kurz eine Kleinigkeit essen und dann noch Skischauen gehen. So sieht der Tag heute aus. Mal gucken. So, ich sitze jetzt mit Juliane in der Shisha-Bar und wir haben uns eben da, wo wir gegessen haben, haben wir einen Burger gegessen und haben uns noch Sushi zum Mitnehmen mitgenommen und das essen wir jetzt hier und ja, weil wir sind verfressen und ja, keine Ahnung, jetzt gönnen wir uns halt hier in der Shisha-Bar noch ein bisschen Sushi und ja, Life Goals, muss ich sagen, Life Goals. Hey ihr Lieben, es ist Sonntag. Ich habe noch nicht so viel Spektakuläres gemacht. Ich war eigentlich fast den ganzen Tag bei meinem Bruder. Und wir haben Madden durchgespielt. Also er hatte ja schon eine Karriere durchgespielt und meine Karriere haben wir jetzt durchgespielt. Und ja, ich war ganz zufrieden. Bei mir sind beide zur NFL gekommen, also es ist ganz gut. Zwar nicht durch den Draft, aber ist ja auch egal. Meine Karriere ist ganz gut verlaufen, würde ich sagen. Bei meinem Bruder kam der Freund nämlich nicht in die NFL und bei mir hat das auch geschafft. Ja, und genau, heute ein bisschen gezockt. Ansonsten haben wir gerade noch ein bisschen Uncharted gespielt. Und ja, jetzt bin ich wieder zu Hause und ja, weiß ich auch noch nicht. Gestern war ich übrigens noch, ach, das habt ihr ja alles gesehen, glaube ich, ne? Zumindest, dass ich in der Shisha-Bar noch Sushi gegessen habe, ja, habe ich erzählt. Und ja, jetzt chille ich einfach nur. Ich mache heute nichts mehr Besonderes. Ein bisschen Videos gucken, vielleicht ein bisschen aufräumen, ein bisschen chillen, sowas. Und deswegen werde ich den Vlog beenden an dieser Stelle. Und dann bis zum nächsten Mal.